herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Gestern war ich ja an meinen Zusatzscheinwerfer für die Kamera, wenn wir abends mal rausgehen, was jetzt natürlich in der Winterzeit auch vorkommen wird. Ja, wenn man weniger Roller fahren kann, möchte ich natürlich trotzdem auch mit euch rausgehen und vielleicht sogar an Stellen nach Möglichkeit, wo man selten hinkommt. Da habe ich ja gestern mit was angefangen. Und zwar könnt ihr euch bestimmt noch an diesen Halter erinnern, den ich gestern angefangen hatte. Was ich ja im letzten Video gezeigt hatte. Gut, ich würde gerne was anderes machen. Und zwar, das hier hat mir nichts gekostet. Ein einmaliger Kauf damals. Schon viele, viele Jahre sind vergangen. Jetzt habe ich mir nochmal eine Linie gemacht von 2 cm in der Breite und 30 cm ungefähr lang. Das heißt, ich möchte aus diesem einen Teil mir alles biegen. Das heißt, ich möchte mir jetzt doch nicht 2 einzelne Teile für diesen Scheinwerfer bauen. Geplant war es ja ungefähr so. So war es ungefähr geplant. Ne? Eine Seite, die andere Seite. Ich möchte aber, wenn es geht, dann lieber aus diesem ganzen Teil, ne? Stellt euch das mal lang vor, eine Mitte anfangen zu biegen. Das heißt, das hier würde zum Beispiel jetzt einmal ganz umgebogen werden, so dass ich 2 Seiten zum Abgang habe und dass ich, wie gesagt, ein Teil für das Ganze habe. Ne? Und also nur einmal abschrauben, anschrauben, fertig. Und das möchte ich jetzt ja, im Grunde mit euch nochmal zusammen anfangen und wir probieren es einfach mal aus. Laut meiner Rechnung sollte es mit der Länge hinhauen.
Pferd gesehen. Ich habe mir hier noch mal zwei Streifen abgeschnitten und muss sie aber doch noch ein bisschen hier nachbearbeiten, weil mit der Scheibe ist das dann nicht so schön. Aber wie gesagt, zur Not kann ich sowas auch lackieren. Gut, weil ich versuche aus einem Teil einzulassen oder herzustellen. Mal gucken, ich hoffe, es gelingt mir. Ich nehme noch mal das Maß. Ich habe wieder 2 cm genommen. Ja, passt auf jeden Fall. Gut, also lasse ich noch mal die Pfeile schwingen. Hier vorne ist noch ein Bogen drin, der macht erstmal weiter nichts. Ich gehe von 30 cm aus. Gut, also noch mal einspannen und noch mal ein bisschen mit der Pfeile drüber. Im Hintergrund läuft die Heizung. Wir haben es draußen 6,5 Grad gerade mal noch. Ja, so sieht es schon ganz gut aus. Das mache ich jetzt in eins durch nochmal und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder, wenn wir nochmal neu anfangen. Wie ich ja schon sagte, hier ist ja noch diese kleine Rundung drin, ne? Aber das macht nichts, weil ich nehme mir jetzt ein Maß von 30 cm und da komme ich, glaube ich, oder? Mal gucken. 30 wäre hier. Ja, da komme ich ganz haarscharf bis zur Rundung, kann man sagen. Das ist aber nicht so schlimm. Also, wir nehmen hier 30 cm. Das heißt, bis hier. Das heißt, ebenfalls, ich messe jetzt natürlich komplett durch. Das ist dann so, die Enden kann ich immer noch bearbeiten und ebenfalls auch noch abschneiden. Ne? Gut, hier ist 30 Ende. Von 30 sicher ist 15 die Mitte. Ich überlege gerade, wie biege ich es. Ja, ich stelle hier meine Mitte ein. Also gehe ich von 30 gucke noch mal, dass ich hier auch einen sauberen Lauf habe, von 30 auf 15. 15 haben wir schon mal hier die Mitte. Gut, das wäre unsere Mitte. Ne? Jetzt heißt es natürlich, ja, jetzt muss ich natürlich dann auch dementsprechend genau biegen. Da kommt der Schraubstock zum Einsatz. Ich mache das mal von der anderen Seite. Ach, das brauche ich doch nur noch ein bisschen runterstellen. Dann könnt ihr doch gleich mitgucken. Gut, also 15. Oben genau abschließen lassen nach Möglichkeit. Wo ist meine Mitte? Hier. Hier ist meine Mitte. So. So, das wäre meine Mitte. Nun nutzen wir einen Hammer. Ne, das sollte jetzt die Mitte sein. Ja, das sieht ganz gut aus. Wenn es ein Millimeter versetzt ist, ist nicht so schlimm. Gut.
kommt aber gut hin. Ne? So, das ist eben Alu. Ne? Da muss man eben ein bisschen nachhelfen. Gut, also wo ist denn unser Strich gewesen? Da, schaut mal. Könnt ihr den Strich da sehen? Da ist unser Strich. Also, das passt. Gut, das ist jetzt unsere Mitte. Ne? Was mache ich mit der Mitte? Ich hoffe, es gelingt mir. Ich drücke, seht ihr, meine Mitte zusammen. Jetzt halte ich das auch sozusagen in der Waage. Ich glaube, ich nehme mal meine Holzklötze dazu, dass ich hier nicht so viel Druckstellen drauf mache. Oh, das war schon ein bisschen weit hier anscheinend. So, bisschen zusammen. Und zusammenbringen. Ne? Ich möchte es ja hier zusammen haben. Wenn es nicht mit den Klötzen geht, dann muss ich das eben doch mit den rauen Mitteln machen. So, ganz genau oben abschließen lassen. Und Druck drauf bringen. Ich gehe jetzt noch mal mit dem Hammer ein bisschen nach. Jetzt möchte ich ungefähr hier so 1 bis 1,5 Zentimeter überstehen lassen. Ich habe das hier natürlich noch nicht auseinandergebaut, weil das würde ja so hinkommen. Ich glaube, ja, maximal 1,5 Zentimeter. Ich messe mal 1,5 ungefähr. Ja, 1,5. Also, ich nehme mir jetzt von hinten 1,5 Zentimeter. Hier. Und auf der anderen Seite ebenfalls 1,5. Ich hoffe, das passt. Einmal hier und einmal hier. Jetzt heißt es nämlich biegen. Biegen. Einmal nach da und einmal nach da. Das heißt, na, ich brauche ja nicht sagen, was das heißt, aber ich nehme das jetzt hier mal ein Stückchen weiter rüber. Gut. Wie gesagt, ich arbeite jetzt ohne Holzklötze. Das bringt sonst nichts. Oder das bringt so nichts. Ich nehme mir einen großen Schraubendreher, treibe ihn mal hier zwischen. Seht ihr? So schnell kann das gehen. Ich glaube, ihr kommt langsam drauf, was ich hier machen möchte. Ne? So, jetzt gucke ich mal. Soll natürlich auch gerade sein, aber es ist ziemlich in Lot, möchte ich mal sagen. Ja, das ist okay. Ich wollte unbedingt, dass das hier eins wird und ich das dann hier verschrauben kann.
Ne? Gut. Ja, es sieht recht genau aus. Vielleicht eine kleine Abweichung, aber ansonsten ist das okay. Für die Handarbeit ist es, glaube ich, ganz gut. Ne? Jetzt könnt ihr euch das besser vorstellen. Hier ist der Spot. Ich muss natürlich auch ein bisschen an das Kabel hier denken. Das ist der Spot. So, jetzt nehmen wir hier unsere Mitte. Ne? Das wäre hier ungefähr. Und wir müssen auf diese Punkte hier drauf, ne? Die hier überstehen. Da muss ich jetzt drauf. Hier sagte ich ja 18,5, soweit ich das noch weiß. 18,5 ist ein gutes Maß. 18,5. Ja, das wäre ein gutes Maß. Jetzt muss ich natürlich von der Mitte ausgehen. Ne? Machen wir das jetzt mal ein bisschen einfacher. So. 18,5 aus der Mitte. Also sage ich mal, ich gehe hier. Hier ist meine Mitte. Ich gehe mal hier schön am Rand. 2,5 Millimeter drauf. 9 Zentimeter plus 9 plus 2,5 Millimeter rechne ich jetzt drauf. Das heißt, 9, hier wäre 9 und jetzt 2,5 Millimeter drauf. Das ist 1,5. Oh, das passt sogar schon. So, jetzt zeichne ich genau hier am Rand an. Einmal und die 18 hier. Bin ich jetzt richtig? Ja, ne? Liege ich jetzt richtig oder liege ich nicht richtig? 9,5. Ja, und da geht es dann rüber. Gut, dann messe ich jetzt lieber nochmal nach. Hier komme ich auf 18. Ja, das passt doch dann. 18 mit dem Bogen. Das müsste eigentlich hinkommen. Nochmal 9,5, okay. Ja, lieber noch immer noch mal nachmessen. Es ist nicht viel. Es ist wirklich nicht viel. Aber ich nehme jeden Millimeter mit. 18,5. 18. 1, 2, hier. Ich glaube, hier muss ich hin. Ich habe mich eben doch glatt vermessen, ne? Hier. Jetzt messen wir nochmal. Ich habe mich doch glatt vermessen. Jetzt sind wir auf circa 18,5. Also da habe ich mich doch glatt ein bisschen vermessen fast. Das war aber knapp. Das war aber richtig knapp. Nun, einspannen. Gerade einspannen. Vollwertig einspannen. Und festziehen. Der geht nach oben und jetzt gehe ich nach unten. Ja, das biegt sich natürlich dabei. Ne? Deshalb ruhig die Hand etwas dabei nutzen. Ich biege es hier noch mal ein bisschen nach. So. Nicht zu dolle klopfen, sonst zerklopfe ich es, könnte man glatt sagen. Gut, mal raus.
Ne? Da sieht man jetzt, da war ich schon ein bisschen zu kräftig. Ja, ebenfalls diese Seite jetzt auch. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach innen rein. So, runter und so. Ich kann jetzt natürlich noch ein bisschen bearbeiten, aber seht ihr, hier habe ich weniger drauf gehauen. Oh, hier muss ich noch mal nacharbeiten. Hier, die Kante. Ne? Etwas weniger drauf gehauen und schon ist es natürlich auch besser. Gut, halten wir jetzt mal an. Ne? So sieht es aus. Wie gesagt, mit dem Kabel, da würde ich jetzt gerne... Moment, das ist nicht mehr, das hat sich hier ein bisschen verzogen, sehe ich gerade. Aber man kann es ja mit der Hand nachrichten, ne? Also ist ja nicht so schlimm. Sieht doch schon wieder besser aus. Also, der Spot, schaut mal, das wird was. Jetzt habe ich ja hier angezeichnet. Ne? Hier war ja die Rundung. Im Grunde ist jetzt wieder glatt. Aber ich möchte jetzt beide Stücke erstmal auf gleiches Maß haben. Ne? Das heißt hier und hier. Das heißt, ich messe jetzt hier raus. Gut. Wenn ich jetzt hier rausgehe, also hat dieser Strich, den ich euch eben gezeigt habe, 4 cm. Andere Seite. 4 cm. Hier bin ich ja, ganz schön knapp. Aber es hat aus einem Material gereicht. Schaut mal. So viel brauche ich jetzt nur noch wegschneiden. Das mache ich auch. Ne? Dass das diese Seite hier schön ordentlich auch oder zumindest auch aussieht. Das schneiden wir jetzt ab. Das mache ich jetzt mit der Eisensäge. Mach das mal so, da kann ich besser sägen von dieser Seite. Ich hole mal die Eisensäge. Da ist sie schon. Glatt ausrichten und ansetzen. Keine Quietsche, gar nichts. Das hört sich doch gut an, oder? Richtig lautlos. Gut, hier kann ich mir den Strich selbst denken. So. Hier ist mein Strich. Da ziehe ich erst einmal zu mir und... Huch, komm her hier. Und jetzt... Hallo. Jetzt säge ich rüber. Zack. Nächstes Stück. Ich schneide mir mal etwas Schleifpapier ab. Das ist natürlich jetzt 100er. Von Rimo. Und jetzt werde ich das Ganze einfach hier mit Schleifpapier etwas abrunden. Ja, das haut hin. Man möchte sich ja nicht daran verletzen. Ne? Ich könnte jetzt hier auch noch eine Rundung reinmachen. Soll ich da eventuell noch eine Rundung reinmachen? Dann muss ich mal ein bisschen zu euch rutschen. Ich mache mal so. Wenigstens so eine kleine Rundung.
denke mal, das ist okay so. Ich und mit rechts feilen, das kann ich normalerweise gar nicht. Also, es ist schwer für mich, da ich ja hauptsächlich mit links arbeite. Also mit der Hand links, nichts anderes. Prima. Na, wer sagt's denn? Das andere, oder das mache ich mit der anderen Seite ebenfalls noch. Ja, und man kann es schon schön anfassen. Prima. Geschafft. Sicher, den muss ich jetzt hier wieder ein Stück reinholen. So. Tja, Löcher müssen auch gebohrt werden. Ich glaube, wir fangen hier außen an. Da gehe ich ziemlich weit nach außen mit. Wie gesagt, dass ich mit den Kabel vielleicht dann noch arbeiten kann. Ne, dass ich die Lampe noch bewegen kann. Jawohl, jetzt mache ich erstmal die Heizung aus. Es ist warm genug hier drin. Was ich jetzt gemacht habe, hier habe ich schon meine Mitte. Hier habe ich ebenfalls schon meine Mitte. Und hier auch. Wir bohren. Was macht man, wenn man schlecht mit Bohren hier dran kommt? Ich mache das einfach so. Hier kommt ein Holzstück hin. Und somit kann ich hier bohren. Und ich glaube sogar auch ankörnen. Ich ziehe das mal ein bisschen fester. Jetzt körnen wir erstmal. Macht die Heizung natürlich gerade einen lauten, aber ich glaube, das funktioniert trotzdem. Gut, hier. Da es Alu ist, funktioniert das recht gut, ne? Gut, nächste. Auch getroffen. Nun, auch hier noch. Da bin ich dann mal gespannt, wie ich mit dem Bohren hinkomme. Weil hier müssen 6 oder hier muss ein 6 mm Loch rein. Okay. Mal gut, dass alles nach unten fällt. Ja, aber selbst da habe ich eine Ankörnung hinbekommen. Ich mache jetzt hier mal mein Schraubenpaket auf und oh, das sind hier auch 6 mm Schrauben, sehe ich gerade. Hoffentlich wird das dann nicht zu knapp hier. Nee, das müsste funktionieren. Also sind auch, nee, das sind doch keine 6 mm hier. Das ist doch bestimmt nur für die Halter. Ah, ich dachte schon. 5 mm. 5 mm Schrauben würden hier reinkommen. Na, dann ist ja gut. Ich habe eben schon einen Schreck bekommen. Aber ich habe ja die Löcher schon gesehen. Also es waren niemals 6 mm Löcher. Dazu suche ich mir sogar schon mal alle Scheiben raus, die ich dafür brauche. Dann brauche ich nachher nicht mehr suchen. Hier haben wir schon alles. Und beide Schrauben. Die Winkel und so, das brauche ich hier alles nicht, die Muttern auch nicht. Also können wir das alles hier zurückpacken. Naja, wenn es will. Weil damit kann ich irgendwas anderes dann später machen. Gut, Bohrmaschine oder Akkuschrauber. Setz das jetzt hier an. Hier ist mein 5 mm Bohrer drin. Das reicht eine Menge aus. Auf schnell und rein hier.
Nummer 1. Wir nehmen mal eine Schraube. 5 mm. Ja, sieht gut aus. Nochmal 5 mm. Da war ich ein bisschen schneller. Von innen muss ich das natürlich noch ein bisschen wegschleifen, ne? Oder wegfeilen. Ich muss auch gucken, nicht, dass ich hier einen großen Bogen reinbringe, dass es dann auch wirklich gleichbleibend ist. Nun muss ich mal sehen, wie komme ich jetzt hier am besten dran, weil hier haben wir ja die Länge und ich möchte das nicht wieder zurückbiegen. Jetzt habe ich meinen Bohrer gerade so eingespannt. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ich weiß auch nicht, ob ich einen längeren Bohrer hier habe. Jetzt würde ich gerne versuchen, gleich mit dem Sechser hier runter zu gehen. Ja, er eiert ein bisschen. Bin aber durch. Fast gerade. Ja, okay. Ich hätte doch noch abwarten sollen und mir einen längeren Bohrer nehmen sollen. Aber ich denke mal, das wird trotzdem hinhauen. Gut, wenn ich schon dabei bin. Auch gleich ein bisschen begradigen hier. Und ach, die 6 mm habe ich noch draußen lassen. Ja, doch, das ist voll okay. Das ist in Ordnung. Das sah eben schlimmer aus als gedacht. Das ist schon mal gut. Was man natürlich noch machen könnte, das war jetzt noch mal so eine Idee von mir, ebenfalls mit einer Unterlegscheibe, ich nehme es mal wieder ein, ebenfalls mit einer Unterlegscheibe und hier mit dran verschrauben. Dann könnten die zum Beispiel gerade stehen. Der eine zeigt jetzt leicht nach unten und die zeigen nach oder zeigen gerade. Könnte man auch machen, rechts und links. Ne? Die Möglichkeit wäre auch da. Nur der oder das Akkupack muss das dann natürlich schaffen. Ne? Und da weiß ich noch nicht so genau. Die Kabel müsste ich höchstwahrscheinlich auch ein bisschen verlängern. Aber das wäre auch machbar. Würde vielleicht sogar auch ganz cool aussehen. Schauen wir mal, wie ich da weitermache. Aber ihr könnt es ja gerne in die Kommentare reinschreiben. Und da wäre ich mal gespannt drauf. Ja, was sagt ihr dazu? Ich könnte den Strahler natürlich auch, jetzt sage ich mal, lösen und von unten nach oben strahlen lassen. Aber ich glaube, das wäre Quatsch, dass wir so ein bisschen Richtung Boden kommen, mittig bleiben, sage ich mal. Ne? Weil oben habe ich ja auch noch die Stirnlampe. Das ist ja kein Thema. Ne? Aber dieser hier sollte dann eben das Ganze so ein bisschen mit unterstützen. Was haltet ihr davon? Lasst es mich einfach wissen. Ich bin neugierig. Und was sagt ihr oder was sagt ihr zu dieser Halterung? Das war, glaube ich, die bessere Lösung trotz allem. Würde ich mal ganz krass so sagen. Gut, ich hätte die Löcher vielleicht doch ein bisschen weiter nach vorne setzen können, dann könnte ich ihn noch schwanken. Also, ne? Was nicht ist, kann noch werden. Ja, das war es erstmal
euch einen schönen Samstag und ich schließe das Ganze auch noch an und dann schauen wir uns das an, wenn das Ganze fertig ist. Also euch einen schönen Samstag. Bis dahin, euer Peter. Tschüss.